Ich bin natürlich stolz, dass ich hier nochmal den Olympiasieg quasi verteidigen konnte. Kanuten sind immer nur alle 4 Jahre im Fokus der Medien. Das ist ein bisschen schade. Liegt, glaube ich, zum einen am Weltverband, am Format einfach. Das muss überarbeitet werden. Ich genieße jetzt erstmal den Erfolg und dass in den nächsten Jahren für den Kanuverband weiter so gut läuft. Also eigentlich habe ich gedacht, das ist alles irgendwie zu einfach. Ich hab auf den Haken gewartet. Also auf die Gegner, die ich getroffen bin, machbar waren. Die vorne haben sie schon zerfleischt selber. Die guten, auf die man gedacht hat, die kommt man definitiv später. Also ich bin dem ganzen Krieg vorne lange aus dem Weg gegangen und hat dann ein relativ souveränes Turnier fahren können. So. Also hatte ich ein bisschen Glück mit der Quali. Ich habe das bei noch nie jemanden gesehen, dass der Sattel so wegfliegen kann und eigentlich kann das technisch auch nicht passieren. Also es ist wahrscheinlich so eine typische Olympiageschichte, dass es passiert. Gewünscht habe ich mir die ganze Zeit, dass es am Ende im letzten Wettkampf, wo es eigentlich am schwierigsten war, diese Medaille zu holen, geklappt hat, ist für mich überragend. Nach 8 Jahren wieder auf dem Treppchen zu stehen und quasi erste große Einzelmedaille meines Lebens oder meiner Sprungkarriere zu holen und genau das in Rio bei Olympia ist für mich unbegreiflich.